Hallo zusammen, hier im Ines Kochstudio. Heute mache ich mal den Anfang und übergebe einfach jetzt mal Ines das Wort. Hallo zusammen, hier ist wieder Ines Kochstudio. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, die Claudi. Und zwar ist das Your Cinderella bei Glipfish. Und heute kochen wir vegetarisch mit ganz einfachen, wenigen Zutaten extra für euch. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Also ich darf halt immer nur so stehen. Warte mal, da musst du... Wir bauen mal die Küche um, ne? Wie jetzt? Was denn? Na, was soll ich mir sagen? Das geht doch nicht immer nur so. Na klar. Du weißt, dass ich hier Glatze habe, ne? Hier, du musst immer von der Seite. Hier so komische Schuhe gehen. Ich will auch nicht von der Seite aufkommen. Ja, aber ich auch nicht mehr. Oder willst du reinhüpfen? Nee, ich husche aus. Ich bin doch den Arsch. Kannst du nicht? Fliegt hier mit. Hallo! Das war Claudi. Das war Claudia. Das war der Einstieg. Warte mal, ich habe hier noch Werbung. Wenn da jemand wert das Echte? Das war Werbung. Und ich zeige euch jetzt die Zutaten. Wir brauchen heute Senf, Makrine oder Öl zum Anbraten, ein Blumenkohl, Salz, Pfeffer, 3 Eier und Paniermehl. Und Kartoffeln als Beilage. Die sind schon fertig und stehen im Kühlschrank. Fangen wir an. Also ich habe jetzt die 3 Eier aufgeschlagen und die Eier würze ich jetzt mit Salz und Pfeffer und dann mache ich dann das jetzt Senf rein. Ach, ich habe ja noch eine Überraschung. Pass mal auf. Wen grüße ich denn heute? Ich grüße heute alle meine Freunde, alle, die gerne vegetarisch essen. Ja, ich grüße auch meine Freunde, ganz besonders meinen großen Bruder oder meine beiden großen Brüder. Die wissen schon, wen ich meine. Alle meine Freunde, die aus meiner Freundesliste seit neuestem raus sind und die vielleicht auch noch irgendwann wieder reinkommen. Also wir beide grüßen alle, die uns lieben und die uns hassen. Ich trockne jetzt den gewaschenen Blumenkohl ab, damit die Ines den gleich panieren kann und den dann anbraten kann. So, ich fang an. Wir nehmen jetzt den Blumenkohl und panieren den. Wir wollen ja eigentlich heute Abend abtanzen gehen, aber bei uns im Dorf ist nichts los. Ja, leider. Und da haben wir uns spontan das Kochen entschieden. Wir müssen noch ganz viel Makrine dran, also müsst ihr aufpassen, die brennt schnell an. Und jede Menge Makrine, ne? Machen wir hier immer ringsrum. Weißt du, was wir vergessen haben? Hm.
nochmal. Nee, kannst du das? Ich sag zu dir. Weißt du, was wir vergessen haben? Da ist sie ja die Dumme. Ja. Ich sag mal, komm hier ja, oder dein. Gut. Pass auf. Weißt du, was wir vergessen haben? Was denn? Zu erwähnen, wie der Blumenkohl. Das war geschickt, ne? Was denn? Hä? Was ist denn jetzt? Was willst du denn von mir? Liebe Clipfish-User, die erste große Panne in Ines Kochstudio. Und zwar, die Blumenkohlröschen sehen nur so toll aus, weil wir sie vergessen haben zu kochen. Aber warum passiert das? Weil der Asti einfach so lecker ist. Also, normalerweise sind sie weich und man muss den kochen vorher. Aufkochen und damit ausmachen und 3 Minuten ziehen lassen und dann panieren. Aber wir haben den Klamarot paniert. Wir machen mal ein bissfestes Gemüse. Weißt du, was wir vergessen haben? Was denn? Dass wir den Blumen gern. Ja. Entschuldigung. Ich? Nein. Weißt du, was wir vergessen haben? Nee. Was denn? Zu erwähnen, dass man den Blumenkohl vorher noch kochen muss? Stimmt. Das haben wir gar nicht gefilmt. Also, ihr müsst den Blumenkohl kochen. Ihr kocht ihn auf, lasst ihn 2-3 Minuten ziehen in Salzwasser und dann erst tut ihr den panierenden Braten. Das haben wir vergessen. Wie geht es jetzt weiter? So, jetzt mache ich das Fett für die Kartoffeln oben drüber. In das Fett machen wir ein bisschen Salz. Jetzt mache ich noch ein bisschen Paniermehl dran und lasse das mit braten, damit es dunkelbraun wird. Also diese Art von Zubereitung vom Fett verwende ich immer, wenn ich Essen zubereite, wo es keine Soße gibt, zum Beispiel Frikadellen, Sauerkraut und Kartoffeln. Dann nehme ich die Soße. Oder wie gesagt, jetzt hier bei dem Blumenkohl. So, und das machen wir jetzt hier so drüber. Unser Essen ist wieder fertig bei euch heute und ich bedanke mich bei Claudia, dass ihr mir geholfen hat. War echt toll und wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss. So, was machen wir jetzt noch? Tja, das ist Uni. Wollen wir würfeln? Das müssen wir würfeln. Na los. Ich stelle es mal so an. Ja. Dann gehen wir mal feiern, oder? Echt super. Machen wir. Also, tschüss. Tschüss. Claudia hat jetzt den Blumenkohl gewaschen. Jetzt legen wir den in Salzwasser und lassen den 5 Minuten kochen, bis er weich ist. Und dann fangen wir an mit Panieren.